Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich glaube, die Sonne geht unter, ne? Dann nehme ich doch mal schon mal meinen Leuchtstab aus der Hose. Abadabadu. Eigentlich wollte ich das nur denken, habe es aber gesagt. Bitte? Hast du ein Abhäutemesser? Nö. Oh, ich kann Felle nicht liegen lassen, das ist so eine Verschwendung. Mein Häutemesser leider vergessen. Ich auch. So, ja, was haben wir heute vor? Wir werden, ihr seht schon, wir haben nur einen Begleiter jetzt dabei. Wir wollen uns nämlich Pedda zurück. Ja, Mission Pedda. Bam, badam, bam, 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 badam, badam, bam, 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 badam, bam. Und wenn wir schon mal oben sind vor Savanne, gehen wir auf das Projekt Manni das mürrische Mammut an. Ja, falls eins oder ist. Wollen ey, es. Pui, pui. Böser Shenzi oder Shenzai. Shenzi ist weiblich. Ja, hat er angefangen, die Tiere zu naschen? Vielleicht war er sie ein bisschen verletzt. Kann ja mal fragen. Böse Shenzi. Peter hätte das nicht gemacht. Peter ist auch keine Hyäne. Nee, der schießt nur wild rum. Ja, eben. Sinnlos. Ja, die Hand da oben könnten wir uns auch irgendwie nochmal anschauen. Das hatten wir, als wir früher mal gespielt haben, haben wir das mal gemacht und da war irgendwie nichts. Ja, aber damals. Man konnte auf jeden Fall von der Hand runterspringen. Ja, man konnte runterspringen, ja. War man nicht dann auch tot? Nee, weil das Wasser da drunter, also hängt davon ab, wie du gesprungen bist, aber direkt da drunter ist ja hier das Wasser so tief, dass du dir nicht wehtust. War das so, ja? Das war so, ich ja. Ich glaube, du willst mich doch nur in den Tod führen. Ich kann ja vorspringen. Ich weiß nicht. Spring von der Hand, Heinrich. Spring von der Hand. Wollen wir das denn machen, wenn wir Peter haben, oder was? Ja. Ob Peter mitspringt? Stimmt. Schade, dass man... Peter ist ja kein Feigling. Peter bleibt einfach nur irgendwo stehen. Ja, aber auch nur, wenn du vorher stirbst. Ja, das ist, kann immer vorkommen. Das ist eine gefährliche Welt hier. Da kann man auch mal sterben. Darauf eine Fettraupe. Nimm, 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 nimm. Ich glaube, ich mache dir den mal Fettraupenspieße. Oh. Fettraupenspieß. Warte mal, Shenzi. Ja. Warte mal. Es ist sie wegteleportiert. Ja, warte ist mal. Mir geglitscht. Guck mal her, Shenzi. Guck mal hier. Ja, yam, 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 yam. Brave Shenzi. So, können wir da. Dunkel. Hast du ihr was zu futtern gegeben, ja, oder was? Hat mich ja auch erstmal die Gegner ausrufen. Oh, da. Ich mag diesen Hammer. Boah. So. Ach, da sind Sklaven oder so. Aber wir wollen ja erstmal gucken, ob wir ein kleines Mammut. Ja, Mammut wollen wir finden, genau. Mammut, und wir wollen Manni holen. Oder? Nee, ich ja, aber wenn man den, wenn man den Elefanten Rinde gibt, dann kann es sein, dass also den Babyelefanten, dann kann es sein, dass sie sich zu Mammuts entwickeln. Ach so, Entschuldigung. Auf Holz hinaus. Aber erstmal müssen wir Manni holen. Pedda Tiger. Hast du etwa die Kampfmusik nicht gehört? Ich hatte noch keine. Ich auch nicht.
Also Schwert Schikan, ist... Der hat mich einfach so angefallen. Schwert ist auf jeden Fall gegen die Tiger ganz gut. Besser als ja, ich mag mein Entermesser. Ich auch. Entermesser, nee, das mag ich nicht. So. Heather war da vorne, glaube ich. Peter! Hier irgendwo links, glaube ich sogar. Peter! Ja, naja, ich meine auch. Wo bist da du? Da ist er, da steht er. Der Peter. Ja, Peter! Peter! Hurra, der Peter ist wieder da. Hier, folge mir. Inventar öffnen, was hast du noch so drin? Oh, ein bisschen Eisen. Praktisch. Wir brauchen gerade wieder ein bisschen was. So, folge mir, Peter. Oh, irgendwie auf der anderen Seite des Königsfelsens, meine ich, hatten wir einen Elefantenkalb gefangen. Ja, oder gesehen, oder... Ja. Ah, die Nashörner waren ja ein bisschen aggro, ne? Oh, und ich glaube, dass da ist ein King-Nashorn. Das sieht irgendwie größer aus. Das mit dem dunkleren Haut, ne? Das Nashorn-Baby. Ja. Oder ist das ein Wildschwein? Nee, das ist ein Wildschwein. Ist doch kein... Ein Warzenschwein. Das ist ein Warzenschwein. Das ist ein Pumba. Wann gibt's denn Warzenschweine? Ja. Da ist ein Tiger. Da ist ein Tiger-Baby. Aber irgendwo in die Richtung waren die Elefanten. Achtung, Kampfmusik! Komm, keine Kampfmusik! Jetzt kommt sie. Dem der Gegner fast tot ist. Oh oh, das Nashorn hat uns. Oh. Oh, Peter, was hast du getan? Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Oh. Bisschen groß, das Vieh. Heinrich! Heinrich! Das ist ein mit Totenkopf und da ist ein Tiger und die sollten abhauen, würde ich sagen. Okay, hoffentlich lassen unsere Leute das auch in Ruhe. Ja, aber nicht. Ah, scheiße, Tiger! Ja, genau, nicht in diese Richtung laufen. Kletter einfach. Klettern ist eine hervorragende Idee, dann mache ich mal mit. Tiger. Nee, ist die Hyäne. Ach, warte mal, warte mal. Ja, Tiger-Baby! Tiger-Baby! Oh, ich sehe ein Elefantenbaby. Ah, ich sehe ein Nashorn! Fick dich, Mann! Fick dich! Komm, Elefantenbaby, dich nehme ich doch schnell mit. Aber bieg nach links ab, nicht nach rechts, aber rechts ist Tiger. Oh, hier sind viele Nashörner. Und ich muss laufen. Ich habe keine Ausdauer mehr und ich muss eine Fettraupe naschen. Fettraupe! Ah, Fettraupe, lass mich in Ruhe! Du Arschloch. Hi, Peter. Abgehängt. Oh. Oh. Ah. Hi. Ho. So. Ja, jetzt sind wir natürlich so beladen, jetzt können wir kein Eis mitnehmen, aber wir haben ein Tigerbaby. Kann ich Peter den Tigerbaby geben? Stimmt, Peter könnte die vielleicht tragen. Alter, Peter, wenn du den jetzt isst, ne, dann zerhackelstückel ich dich persönlich. Ah, Peter kann ihn tragen. Peter hat noch einen Slot frei. Kannst dein, Ja, das Elefantenkalb. Super, dann können wir auf dem Rückweg noch Eisen looten gehen. Das kann Shenzi dann tragen. Yay! Ja, oder Peter, der hat ja schon Eisen. Stimmt, das können wir doch voll machen. Ja, danke, Peter. Schön. Gut gemacht. Puh, war das aufregend. Ja, sind einfach so ein bisschen im Kreis gelaufen, aber haben, einen Tiger noch gekriegt. Und ein Elefant. Genau, und der braucht Rinde, dann wird das Manni das mürrische Mammut. Das wäre cool. Ja. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Davor ist ein Tier, was tot ist? Ist das, haben wir es getötet, oder?
Nee, nee, das war das, was der Tiger gefressen hat. Nee, das war noch der Tiger. Ach, das war Tiger? Stimmt. Das war mal ein Tiger. Oder ist es? Ich habe jetzt noch ein bisschen Miaufell mitgenommen. So, okay. Dann weiter. Peter, komm. Ist das wirklich ein... Ja, es ist wirklich ein Warzenschwein. Nashornkalb. Oh, doch, Nashorn. Aber wir haben schon ein Nashorn. Okay. Dann lass es wieder frei. Tschüss, Nashorn. Außerdem wollen wir noch ein bisschen Eisen auf dem Rückweg mitnehmen. Ich habe keine Lust auf Tiger. Nee, Tiger muss jetzt echt nicht sein. So, das ging noch ganz gut. Schnell und schmerzlos, wenn ich daran denke, wie wir das erste Mal panisch über diese Savanne gerannt sind. Ja, wobei ganz ohne Panik hat es ja gerade auch nicht geklappt, ne? Ein bisschen panisch waren wir. Ja, okay. Ja. Ja, komm, aber... Wenn uns so ein riesen, mega Nashorn angreift, so ein bisschen Panik kann man ja fair. Ja, alles gut. So ein kleines bisschen. Und ich wollte von der schwarzen Hand runter. Wo haben wir unser Bett letztes Mal aufgestellt? Ich habe es nämlich nicht aktualisiert. Also mein Bett ist noch beim Bum-Bum-Tempel. Meins auch. Nur so, falls wir doch dann sterben. Ach, willst du mitspringen? Jawohl, warte, du kannst ja mal hochgehen und ich guck mal von unten. Ja, das klingt doch. Wie das so ausschaut, wenn du da so. Ups. Hui, ich will einfach runter. Hui, oh, das war zu. Oh, das ist ein Kroko. Hi, Mr. Kroko. Hat mich noch erwischt, aber ich habe ihn gekillt. So, ich gehe dann jetzt mal zur Hand hoch, ne? Ja. Ich will am liebsten da drunter sein. Ja, stimmt. Wenn ich jetzt an das an den Film denke von Conan, da hat die Frau, die ja in den Turm runtergefallen ist, auch überlebt. Lag dann in der Schlange. Ja, okay, da oben sind auch Typen. Ach, jetzt brauchst du Hilfe. Nein, ich habe nur festgestellt, da oben sind Typen, da gehe ich jetzt aber nicht hin. Hand des Schöpfers. Toll, jetzt muss ich da auch hin, oder was? Oh, oh, hier liegt was. Ja, fuck it, da muss ich ja hoch. Warte, aber ich beobachte erstmal hier die Tussi, die hier runterspringt. Oder gibt es da einen Geheimweg, wo man tauchen kann? Dass die da nicht grundlos in den Tod springt. Beschreibung. Das Dürnentagebuch Nummer 9. Wilde Kannibalen. Ich bin hierher gekommen, weil sie sich diesem Bereich offenbar nicht nähern. Aber dennoch haben die verdammten Dreckskerle mir zugesetzt. Etwas pulsiert durch meine Adern. Aber es sind nicht die feurigen Visionen des Lotus oder diese sanften Träume des Monds, sondern ein dunkler Mahlstrom der Schmerzen, der unter einem tentakelbewehrten Schatten hockt. Ich hätte ihr infernalisches Gebräu niemals trinken dürfen. Jede Bewegung wird zunehmend mühsamer. Zart soll sie holen. Ich sehe jetzt, was der Traum angekündigt hat. Eine Vorhersage. Ich begebe mich freiwillig in Zarts Umarmung. Vielleicht gibt es in seinen Jenseitsbetten aus feinster Spinnenseide. Ich habe den Geist jetzt nicht fertig beobachtet. Ist er gerade runtergesprungen oder links oder rechts? Ich würde nicht ganz gerade runterspringen. Ja. Ich würde so zwischen den Fingern springen. Ich glaube auch. Aber ich lasse dir den Vortritt. Ich bin Gentleman und sag mal Ladies first. Okay. Da. Mathilde vor dem Sprung. Oh Gott, ich habe doch Höhenangst. Geronimo! Ah! Und? Ich bin noch am Leben.
Shenzi aus dem Weg. Muss ich auch springen? Ja. Ich werde deinen ganzen Sprung beobachten. He-Man! Oh. Du bist nur auf den anderen Finger gesprungen. He-Man! Whee! Ich lebe! Oh, die nicht. Hier sind ja ein paar Tode. Ja. Haben die Sachen liegen lassen? Außer Knochen. Ein Stein. Noch ein Stein. Oh, Steine. Ja, nee, schade. Hätte er sein können. Oh, Peter, bist auch gesprungen? Cool. Cool gemacht. Ja, haben wir mal was entdeckt nebenbei, die Hand. Genau. Und ein neues Tagebuch der Dirne. Warte, ich habe jetzt ein neues Emote gelernt. Das muss ich gleich erstmal ausprobieren. Und zwar komm her, ich weiß nicht, zu was... Oh, hat geklappt. Flirten, also du darfst mich anschauen. Ich mache jetzt komm her. Oh. Oder auch nicht. Ich will erstmal das Koko. Das Koko sperrt voll den Mund auf. So. Gott, schlachten. Achtung, ich flirte jetzt. Ja. Ich flirte jetzt, Heinrich. Ja. Ich will dich anflirten. Ja. Ja. Flirte. Oh, komm her. Ja, ich fühle mich jetzt voll angeflirtet. Ich wollte gerade sagen. Ich scroll. Was ist los? Ich wollte schon sagen, ja, so. Ich fühle mich jetzt voll horny hier und dann sehe ich von Peter. Peter, Mensch! Sau! Also, Peter wollte ihn nicht anmachen. Hättest mal nicht anflirten sollen. Ach ne, Koko. Ja, nee, Krokos, ihr macht keinen Spaß mehr. Geht weg. Haben zu viele von euch getötet. Aber um richtig zu flirten, habe ich sowieso das falsche an, weil... Die Maske, ja. Versteckt. Mein Helm ist jetzt auch nicht sexy. Ach, du kannst doch alles tragen. Oh, E-Man. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe den Saft. Das ist Baseballs. Ach, ich dachte, das wäre das wieder ein bisschen Bulli-Film gewesen. Nein. Aber wir können ja die Wüste durchkämmen. Dann bleiben wir gleich mal bei Spaceballs, oder wie? Ja, hier sind wir ja auch in der Nähe von dem Eisenfeld. Ist dann irgendwie hoch. Das ist toll, jetzt habe ich wieder Lust, Spaceballs zu gucken. Oh, Steinnase. Ah, der Hammer ist sehr gut für die Steinnase. Ja, rüstungsdurchbrechend. Dachte ich mir auch, darum habe ich den dann mitgenommen, so ein bisschen zum Testen. Also das Speer ist gut für Kroko, Schwert ist gut für Tiger und das ist gerade gut für die Steinnase. So, wie kommen wir jetzt weiter? Da hoch. Ja, wir müssen hier einfach auf die andere Seite kommen. Jo. Hier sind wir am Eisenfeld. Steinnasen! Da bist du ja. Du machst das schon mit den Steinnasen. Puh.
Aua! Können wir uns auch demnächst endlich mal Stahldinger hier machen? Stahl, was Dinger? Achso. Werkzeuge. Ja, auf jeden Fall. Damit wir vielleicht noch mehr ernten können. Genau. Feder. Ach da. Geronimo! Ich kann fliegen! Bestimmt auf die Nase. Ja, das auf jeden Fall. Ah. Wen zerkloppe ich? Ach, ich zerkloppe dich. Hey! Bist du ausgewichen, du Ratte! Na komm, ich nehme ich auch noch mit. Ah, hier ist auch noch einer. Also Schmelzer können wir auf jeden Fall noch in unserem Mitarbeiterstab gebrauchen. Hast du einen gefunden? Nö, das war nur so eine allgemeine Feststellung. Ja. Da wir drei Herde haben. Peter versucht die ganze Zeit ein Kaninchen zu treffen, aber irgendwie kriegt er es nicht. Ach, Peter. Er tut ja niemandem weh. Nee. Er lockt nur alle an. Aber er meint's sehr gut. Eben. Und ich meine, er war ja jetzt doch recht lange alleine in der Wildnis auf sich gestellt. Ne? Ja, er muss erstmal wieder... Ja, lernen, wieder mit, unter Menschen zu sein. Ne? Genau. Wir wollen mal nicht zu streng sein. Was denn? Ah, ich stand gerade nur zu weit weg. Ach so. Ja, Holz können wir dann zu Hause auch wieder sammeln.
Wenn euch genug Holz noch irgendwo auf Reserve? Beim Zimmermann so irgendwie 500 oder so? Weißt du, wie schnell 500 weg sind bei unserem Eisenverbrauch zurzeit? Ja, mei. Hey, wir unterhalten uns gerade. Haben wir keine Zeit für dich, du Steinnase. Jetzt hat er mich aus der Unterhaltung rausgebracht. So eine freche Steinnase. Das war knapp die knapp. Shenzi, du bist da brav. Ey, Shenzi, hier spielt die Musik. Wir haben hier schon zwei Steinnasen. Ach, da geht's ab. Brauchst ja keine Hilfe, oder? Nö, krieg ich so hin. Boah, diese Eisenkeule ist auf jeden Fall besser als das Schwert. Schlepp ich die ganze Zeit diese Eisenkeule mit mir rum und denk nicht dran. Gute ist, ich habe dran gedacht, Eisen zum Reparieren mitzunehmen. Ich auch, aber es ist schon fast weg. Ich muss das noch nicht benutzen. Jetzt muss ich es benutzen. Oh, und wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Baumrinde dann für Money mitnehmen. Haben wir nicht noch Rinde irgendwo rumflitzen? Stimmt. Aber wir brauchen ja auch nur einmal Rinde. Ui, hier ist eine leuchtende Steinnase. Oh ja. Ausdauerpower und Attacke. Nimm das, du Steinnase. Alter. Das war knapp. Was bringt denn der so? Dämonenblut, Stein und Kristall. Schattenblüte. Ach, du hast ihn auch gerade gelootet? Mhm. Ich glaube, zur Schattenblüte hat auch schon jemand was geschrieben, oder? Ja, die hatten wir auch, glaube ich, schon ein, zwei Mal, weil wir schon ein paar Mal so eine Steinnase jetzt erlegt hatten.
Ey, Heinrich. Ja. Der Sprung von der Hand, ne? Ja. Das war ein Sprung des Glaubens. Ja. Sprung des Glaubens. Indy wäre stolz auf uns. Oh, Sonne geht schon wieder unter. So schnell geht ein Tag um. Wie doch die Zeit verfliegt, wenn man sich amüsiert. Ja. Also Peter ist voll. In Shenzhen ist noch ganz viel Platz. Gut. Nee. Ich hatte da damals hier ein bisschen was abgebaut, aber hier ist kein Eisen mehr erschienen, also. Ach so. Und ich konnte es in der Datei leider nicht. Du kannst es ändern, aber. Ja, auch nicht so wirklich, ne? Ja, darum, wir haben noch. Es gibt doch hier irgendwelche Steine, die das quasi. Wenn ich es richtig verstanden habe, wenn wir uns dann in der Nähe aufhalten oder so. Dann steigt die Säuberungsanzeige, oder? Nee, das sind ganz zwei unterschiedliche Sachen. Das eine gibt ja die Purgern und das andere ist irgendwie da so deine Verderbnis oder so. Ach so, ich dachte, das wäre dasselbe. Nope. Weil auch die Säuberungsanzeige, also ich habe da nichts für Purge gefunden, also ob man das aktivieren kann oder deaktivieren kann. Ich hätte es natürlich gerne aktiviert. Ja, auf jeden Fall. Das wäre schon ganz cool, wenn man da irgendwann mal so ein 7 Days Ding hatte. Ja, auf jeden Fall. Okay, hier hat es ja geguckt, aber ich habe gesehen, auf der anderen Seite ist auch noch relativ viel Eisen. Ja, nee, ich gehe dann zurück, aber ich mache die Treppe kaputt. Okay, ich gucke hier gerade, wo ich halbwegs vernünftig runter. Ich würde dann nochmal auf die andere Seite gehen, weil Shenzi hat ja noch ein bisschen Platz. Aber bevor du die Treppe kaputt machst, lass mich da runtergehen. Hui, jupp. Ja, ich mach einfach einen Rückbau. Mach das. Aha, Peter. Da hat er Plums gemacht. Diese Treppe, dafür habe ich Monate gebraucht, die zu bauen. Monate? Ja, Monate. Das war damals nicht leicht. War das nicht mal in einer Folge nebenbei? Nein, das ist. Musstest Pläne erstellen, konstruieren. Ich musste Bauerlaubnis hier beantragen und. Ja, das. Wir sind hier in einem Barbarenexil und du füllst irgendwelche Anträge aus? Ja, ich fülle Anträge aus. Das ist wirklich barbarisch. Ja, das war alles nicht so leicht. Oh, das geht super. Das geht super. Und auch eine schöne Blutlache. Ich wollte mal, hab mal so testweise mal einen angegriffen.
Der hatte Schild und Schwert und mit diesem Hammer geht das durch wie Butter. Geht super. Sehr schön. So, mit dem Herzen. Oh, Pflanzenfaser. Kommst du mal kurz? Ich? Nee. Ich brauche noch mal ein Herz. Weil ich bin jetzt gerade in einer ganz anderen Ecke. Nee, meine Maske ist doch ein bisschen kaputt und dann muss man das ja mal so ein bisschen reparieren, ne? Naja, ist ja gut. Ein Herz hätte ich noch gern. Mist, das sind normale Steine hier. Hallo, du da. Du mit dem Zöpfchen. Du da im Radio. Wie geht es dir heute Morgen? Hallo? Hallo? Meine linke Maustaste funktioniert nicht mehr. Ach, jetzt geht's wieder. Heinrich? Oh, ich habe ein bisschen mehr angelockt, als ich wollte. Na, wenn du stirbst, stirbst du ja nicht weit weg. Was? Ich sterbe nicht. Ich bin Heinrich! Okay, das wird. Achso, ich dachte, das wäre jetzt. Nee, nee, okay. Nee, der Bogenschütze. Ich wollte gerade drauf zurennen mit Gebrüll, aber der Feind ist dann doch eher von uns gegangen. Habe ich da ein Herz? Boah, die Boss. So, kann meine Maske reparieren. Juhu! Reparieren. Ja, und dann begebe ich mich halt auf den Rückweg. Du bist ja noch am Eisen sammeln, oder? Ich bin noch ein bisschen am Eisen sammeln, ja. Gut, aber ich glaube, wir können dann trotzdem mal... Oh, ich bin jetzt doch nicht mehr am Eisen sammeln, weil jetzt ist meine Spitzhacke wieder kaputt. Oh. Aber ich habe irgendwie 1600 Eisen gesammelt. Ja, 1200 aufgerundet. Gut, dann machen wir mal einen Break und überlegen uns, was wir nächstes Mal machen. Ja, also ich würde doch so langsam gerne mal mein Relikt des Abgrundes zerstören. Ein Relikt des Abgrunds? Ja. Na, ich weiß nicht. Wollen wir da schon wieder hin? Das ist ja schon ein paar Völklein her, ne? Ja. Wir könnten natürlich auch nochmal in den Brummbrumm-Tempel gehen und den Totenbeschwörer lernen. Und den Knochensammler Ulrich und Carsten haben uns ja netterweise mitgeteilt, wo wir die finden im Tempel. Jetzt müssen wir die auch nur finden. Ja. Finden, bevor der Gegner wieder spawnt. Genau, und dann könnten wir ein paar Mitarbeiter requirieren wieder. Ja. Nur mal gucken, was unsere Leute auf dem Sklavenrad so machen. Na, die sind noch nicht so weit. Ich habe vorhin geguckt. Och man. Aber wir haben ja noch zwei Plätze frei. Noch zwei Plätze. Ja, dann. Ich bin noch unschlüssig. Okay. Na gut. Wir werden das ausrambolen. Genau. Wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Wir würden uns da sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.